herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ich habe ein neues Projekt, mal wieder. Und möchte euch jetzt heute in diesem kleinen Anekdötchen zeigen, was ich denn so mit Papierresten mache oder welche Überlegungen ich mir dazu anstelle und ja, film ab. Ich habe aus dem Zuschneiden meiner Signaturen hier diverses Gedöns über. Ich habe einmal hier so lange Abschnitte, schmale Abschnitte, bunte Abschnitte, Notenpapier. Und die sortiere ich mir jetzt hier einmal so ein bisschen zusammen, damit ich euch mal ein paar Anregungen geben kann, was man mit solchen Abschnitten machen kann. Man muss sie nicht wegschmeißen. Um Gottes Willen, ein Junk Journal schmeißt doch nichts weg. So, beim Notenpapier bin ich mir tatsächlich noch nicht sicher und da bin ich am Überlegen. Muss auch nicht alles gleich in einem Video sein. So, schmale Abschnitte. Ich habe verschiedene Papierfärbungen. Ich habe verschiedene Papierstärken. Ich habe hier diese Abschnitte von den Doppelbögen. Ich habe hier kleine Abschnitte. Bei sowas, also solche kleinen Scheißerchen hier, die ganz schmal sind, die haue ich meistens in meine Kiste für Masterboards und zimmer die dann irgendwann auf dem Masterboard mit drauf. Die hier eignen sich wunderbar als Cover für das, was ich gleich mache. Ja, jetzt habe ich nämlich einfach nochmal einen Stapel gegriffen, den ich hier beim Zuschneiden schon hatte. Und mache jetzt einfach mal ein bisschen Tüdelü mit euch. So, Tüdelü Teil 1. Das hier ist natürlich ein recht langes Ding. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Doppelbögen, die man wunderbar organisieren kann. Als so eine Art Mini-Büchlein. So, staple ich sie mir mal ein bisschen zusammen. Nach gut Dünken und Freude. Sie wollen sich aber nicht stapeln lassen. Mano. Doch. Ein guter Junk Journal bezwingt alles. Check. So, jetzt haben wir hier mal so ein Mini-Büchlein mit 5 verschiedene Doppelbögen, also 5 Seiten mal 4 sind dann, haben wir ein Büchlein mit 20 Seiten. Also Seiten und nicht Blätter, ne? Ja, aber was. Wenn wir das vintagig machen wollen, ich sag mal so, wenn ich jetzt das Ding hier als Cover für dieses Büchlein nehmen will, was ja durchaus seinen Charme hat, weil das sieht ja nun echt süß aus, darf meine Signatur, die ich hier reinpacke, ihr seht, darf die maximal so lang sein. Ich möchte nämlich hier noch die Ecken abrunden. Jetzt habe ich natürlich mein Abrunde-Dingens nicht mit. Nicht hier. Schneidmatte. Wundert euch nicht, diese Schneidmatte hat auch eine andere Seite mit Linien und so. Jetzt kommt das Werte, aber diese Seite mit Linien habe ich schon ordentlich voll geklickert mit Klebstoff. Dementsprechend ist die Rückseite meine Klebeseite und die Frontseite meine Schneideseite. Also die eigentliche Rückseite ist meine Schneideseite. Ich habe ein Metalllineal. Ich will keine Baumarktwerbung machen. Ich muss das eigentlich nochmal abkratzen hier. Nur das fiel mir so in die Hände. Das ist ein Teppichmesser oder ein Bastelmesser. Ein Teppichmesser ist das ein bisschen schmal. Das hätte ich im Bastelbedarf gekauft und nicht im Baumarkt. So, jetzt habe ich hier wieder so ein kleines Tüdelding, ne? Wieder so ein kleines süßes Tüdelding. Da kann ich euch auch noch mal was zu zeigen. Jetzt will ich mich auch zu einem kleinen Blöckchen verarbeiten. So, auch da würde ich
ein Cover draufsetzen und schläge es mir jetzt erstmal zur Seite, weil wir wollen ja erstmal eins nach dem anderen machen. So. Jetzt suchen wir uns einmal kurz die Mitte. Das ist das, was ich gerade mache. So, ihr seht, Mitte. Ich würde mal sagen, dass dieses Band hier easy peasy fein dazu passt. Bei der anderen Seite hätte ich nämlich schwarzes Band genommen, was ich da auch noch liegen habe. Übrigens, das hier waren irgendwie Geschenkanhänger zu Weihnachten. Und das hier waren Aufhängefäden von meinem Pullover. Also ihr wisst, die Dinger, die in den Schultern sitzen. Man muss sowas nicht wegschmeißen. Nein, nein, man kann es auch benutzen. So, mache ich jetzt einmal hier vermitteln. Und der Abschnitt ist genau 8 lang. Ich setze mal hier bei 2 Punkt. So ist das, wie ich das mache. Ich weiß, dass es viele Leute anders machen. Sollen sie alle tun. Ich mag meine Art, kleine Blöckchen und kleine Journals zu basteln. So. Ob man das Ding dann noch dekoriert oder nicht, werde ich mal irgendwann entscheiden, wenn ich das benutze. Und es ist nicht gesagt, dass wenn ich nur das, also nur weil ich das jetzt aus dem Papier, aus dem gleichen Papier mache wie mein Journal hier ist, dass ich das dann tatsächlich auch dafür benutze. Das muss nicht zwingend sein. Ich bin auch durchaus in der Lage, dieses Papier oder dieses kleine Blöckchen in einem anderen Journal zu benutzen. Wieso schneidet meine Schere dieses Zeug nicht? Böse. Und Leute, es ist übrigens ganz normal, dass wenn ihr viel mit eurer Schere arbeitet, dass die auch mal irgendwann den Geist aufgibt. Aber nicht nachhaltig den Geist aufgeben, sondern man kann sich die wieder schleifen oder schärfen. Ich habe das Glück, dass mein Mann sowas kann und gerne macht. Das ist nicht zwingend immer so, dass man irgendwie so einen Menschen in seiner Nähe hat. Man kann sich die auch schleifen lassen. Weil ganz ehrlich, so eine richtig gute Schere kostet auch richtig Geld. Überlegen, ob mir das kleine Schleifchen hier wirklich gefällt. Ja. Also auf jeden Fall ist es jetzt erstmal zusammen. Bei Zeiten will ich mir noch die Ecken abknipsen. Wer redet da draußen laut vor der Tür? Seltsam, weil selten. Ich werde es mir bestimmt auch noch distressen, aber das mache ich alles dann, wenn ich es einsetzen will. Mache ich deswegen dann, wenn ich es einsetzen will, weil ich jetzt noch gar nicht weiß, welche, also ob es in dieses Journal kommt, welche Grundfarbe und so weiter. Das muss auch von dem Distress und vielleicht auch von der Deko her entsprechend angepasst werden. Das ist quasi jetzt ein Rohling. Vorbereiteter Rohling. So, jetzt kommen wir mal zu den anderen Dingern, die ich hier noch rumfliegen habe. Und mit solchen Sachen kann man wunderbar einen Kaskadenblock machen. Ich gucke jetzt einfach mal raus und sehe, dass eine halbe Stunde zu früh hier reingekippt sind. Die müssen sich jetzt einfach irgendwie auf dem Hof entsprechend beschäftigen, weil erst in einer halben Stunde Reitunterricht ist und ich nicht einfach immer für alle da sein muss. Finde ich. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also ich finde nicht, dass ich immer alles irgendwie regeln muss. So, ich stelle mir jetzt hier nämlich gerade die Kaskadenblöcke ein bisschen zusammen und versuche das hier so ein Stück weit abzuwechseln. So, noch ist das natürlich kein Kaskadenblock, schon klar. So. Wir haben zwei drauf. Ich habe jetzt gerade mal kurz die Anzahl hier überschlagen. Einfach kaskadenartig runter. So,
dass immer ein Stückchen übersteht. Also ich messe mir den Krempel hier nicht ab, will ich nochmal irgendwie sagen, ne? Ich bin hier einfach freihand am Tüdeln. Mache das so ein bisschen frei Schnauze. So. Jetzt haben wir einen Kaskadenblock. Man kann theoretisch auch einen Abreißblock daraus machen. Dann legen wir den ersten hier hin, mache den zweiten mal tüdeldifix. Was mache ich denn? Mache ich zwei? Nee, eigentlich. Eigentlich finde ich das hier besser als Mitte. Ein bisschen den Gedanken hier, welche Farbe, welchen Faden ich dazu nehme und welches Cover, besser gesagt. Weil, also so kann man es nicht, also man kann es natürlich jetzt hier so roh benutzen, geht schon, kann man machen. Ich fände es allerdings ein bisschen schicker, irgendwas anderes, also irgendwie hier so eins von den übrigen zu nutzen. Ich hatte irgendwo hier ein schmales Ding. Ja, das könnte funktionieren. Das ist doch relativ schmal. Die hier sind mir fast ein bisschen breit. Ich würde jetzt eher dazu übergehen, mir hier von was zuzuschneiden. So, nehmen wir mal das hier. Und sagen mal, das hier soll außen sein. Ich den Block jetzt hier wirklich tatsächlich das Cover sehen, rüberziehen. Noch eine Schneidemaschine hier. Yep. Ich weiß gar nicht, ob das Herz überhaupt Kaskadenblock heißt. Schnupswurscht. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Kaskadenblock. So, jetzt haben wir noch so ein Tüdelding über. Und den ersten Teil hier. Lassen wir das mal ganz kurz hier an. Das sind 5,5. Ich hoffe, dass ich hier noch halbwegs im Fokus bin. Zack. Und die 28 steht Kopf. Nun denn, Kaskadenblock 1 und 2. So, man hat jetzt zwei Möglichkeiten. Also man kann das Ganze hier noch mit einem Eyelet machen. Mache ich das mit dem Eyelet? Nee. Oder? Könnte ich eigentlich, ne? Ich bin gerade noch etwas hin und her gerissen, ihr merkt es schon. Und ich suche gerade noch Möglichkeiten oder Ideen, hier so einen kleinen Block
ja, ach Gott, ist das schwer. Diese Entscheidung. Nein, Spaß beiseite, ich kriege das schon hin. Ich brauche euren seelischen Beistand. Nur als einziges. So, dich nehme ich hier auf jeden Fall. Und noch mal eine Schneidemaschine. Auch hier werde ich wieder die Ecken abrunden bei Zeiten. Zeiten ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, ich hole das Ecken abrunde Gerät mal fix. Das ist nämlich gar nicht weit weg und ich muss euch überhaupt nicht dafür verlassen. Machen wir hier mal Nägel mit Griff. Runden wir an den Ecken. Erstmal an M-Ecken. Diesen Block passt es auf jeden Fall. Dann machen wir uns hier mal das Leben leicht. Jetzt mal rechts, links, oben, unten. So, und jetzt bin ich tatsächlich jemand, der eigentlich nicht misst und uneigentlich dann doch mal misst, weil sonst. Also, ich mag es nicht, wenn es schief ist. Sagen wir mal so. Ich habe ein recht gutes Augenmaß, nur wenn ich jetzt so verschiedene Materialien übereinander habe und verschiedene Breiten und ja, halt verschiedene Haptik, dann verwirrt es doch mal mein eigentlich gutes Augenmaß. Sorgen wir dafür. Dass mich das jetzt nicht verwirrt. Jetzt nehme ich meinen Pullifaden. Übrigens frisch rausgeschnitten aus einem wunderschönen Pulli. Nur diese Fädchen auf der Schulter hier, die eigentlich dafür sind, dass man die Pullis auf dem Bügel hängt, was ich nicht tue, weil sie bei mir gefaltet im Schrank liegen. So, auch dieses Herzchen hier werde ich wieder nicht distressen. Ich werde es so lassen, wie es ist. Ich werde auch hier das längere Fettchen stehen lassen, ein bisschen. Und das dann mal auch als Rohling wieder zur Seite legen. So, wenn wir jetzt hier den Ecken runter haben, werde ich auch hier einmal die Ecken abrunden. Das finde ich nämlich viel schöner. Im Großen und Ganzen. Selben Ding runde Ecken zu bekommen. So, also haben schon mal zwei Blöcke fein. Hier ist es jetzt einfach an mir, die Mitte einmal zu treffen, hier oben, möglichst hoch. 2,5, 2,8, 2,7. Damit dieser Kaskadenblock auch noch vernünftig funktioniert. So, dann eine Mitte. Dup, 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 dup. 2, 7, 2, 8. Schwarz auf schwarz sieht man sehr schlecht. So, nun habe ich hier einen kleinen Spaß. Und zwar ist das so, dass die Crocodile, die Löcher, die die Crocodile stanzt, nicht groß genug sind für die Memory Keepers
Ösen. Ist ein bisschen lustig, weil es beides vom gleichen Hersteller ist. Aber, boah, ist halt so, ne? Fällt unter ISO. So, ich möchte jetzt aber zweimal Silber haben. Und mattes. Ja. Dementsprechend muss ich hier meine große Lochzange bemühen. Und das ist ein kleines Ding, eine Sprengerlochzange. Einer kennt sie aus dem Pferdeumfeld und das ist ungefähr die beste Lochzange, ohne Werbung machen zu wollen. Ich kriege nichts von denen. Ganz im Gegenteil. Ohne Werbung machen zu wollen, ist das tatsächlich die beste Lochzange, die mir bisher begegnet ist. Und durch das Pferdehobby, das Bastelhobby, sind mir tatsächlich schon einige begegnet. So. Erstmal nur durchgeschmissen. Hier auch einmal oben rein. Immer was runterlegen, sonst haut man sich da die Schneiden kaputt. Die geht durch wie Buddha. Noch ein Grund mehr, warum man was drunter legen sollte. So. Nun klemme ich den Spaß hier wieder zusammen. Hake den ein und räume zur Seite. Jetzt kommt hier mein Schieberegler zum Vorschein. Ist richtig eingestellt. Ist auch das Unterteil richtig eingestellt. Immer schön den Teil der Öse, der gebogen, wenn sie nach unten setzen. Wird richtig schön sauber aufgebogen, zugebogen. Ne, aufgebogen war richtig. So. Zack. So Leute, das war jetzt der kleine Quickie. Was tun mit Resten? Alleine 4 kleine Blöckchen sind rausgekommen. Und ich habe hier noch einiges an Material. Das lege ich mir zur Seite, das bunte. Das hier kommt auf Masterboards. Und dann mit dem Notenpapier muss ich mal gucken, ob ich damit auch mal so ein kleines Blöckchen noch mache. Mir war erstmal wichtig, euch zu zeigen, was ihr mit euren Resten machen könnt, ohne sie irgendwie in die Tonne zu hauen. Weil dafür sind die viel zu schade. Ja, also ich habe jetzt ein Junk Journal mit Signaturen vorbereitet und aus den Signaturen Resten sind 4 Teile mindestens rausgekommen. Ja, der Rest ist noch zum Überlegen. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Basteltag. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es zu langweilig, zu doof fandet, schlecht erklärt, zu schnell, zu keine Ahnung was, gebt es mir gerne mit. Ich versuche, mich zu bessern. Man kann es ja immer nicht versprechen und man kann es auch nicht jedem recht machen. Ja. Ich werde auf jeden Fall darauf eingehen. So, habt einen schönen Basteltag. Bis demnächst in diesem Kino.